Yo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe vom ersten Einblick. Wir schauen uns wieder Sorcerer King an und diesmal die Vollversion, die heute am, lass mich nicht lügen, 16. Juli erschienen ist. Dieses Video dann dementsprechend ein paar Tage später. Und hier unten steht Version 1.0, das heißt, ja, Release. Release war da, habe ich hier gerade schon erzählt, ist erschienen, kommt das gleiche raus. Ich laber scheiße, aber egal. Ich wollte euch natürlich nicht vorenthalten, einen ersten Einblick zur Vollversion. Und ja, wird ablaufen wie immer. Ich gehe erstmal hier kurz ins Menü durch. Und dann spielen wir kurz ein Tutorial, das es in diesem Spiel irgendwie geben müsste. Habe ich zumindest gehört. Und ja, das schauen wir uns dann mal an. Aber erstmal das Menü. Wir können also ein neues Spiel starten. Klicke mal drauf. Hier kann man dann verschiedene Charaktere wählen, verschiedene Herrscher, die man dann spielen kann. Das ist einmal der Zauberer mit seiner Ability oder seiner Spezialfähigkeit Hypnose. Das heißt, eine gegnerische Einheit kann die Seiten wechseln mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Dann hat er verschiedene Bücher. Die Bücher bestimmen quasi die Zusammensetzung der Zauber, die man erforschen kann. Das sind viermal Wrath, also irgendwie, ja, ich weiß nicht, die kenne ich die genaue Übersetzung, aber wohl sowas wie Zerstörung, so sieht es zumindest aus. Ja, Damage halt, Damage Spells. Dann Beschwörung, dann Verzauberung und Chaos. Da hat er gar nichts von. Beschwörung und Verzauberung hat er zwei. Und in Sorcerer King ist es ja so, aber ihr wisst das sicherlich, wenn ihr meine Videos zuvor angeguckt habt, dass man eine kleine Starterarmee hat, die aus einem Helden besteht, den man dann auch leveln kann, und weiteren Einheiten. Die sind hier beim Zauberer Tandis the Warrior, also Tandis der Krieger, ein Schwertkämpfer, dann Sir Criston, der nicht so geil ist, und Bailey, ein Wolf. Genau, das ist die Nummer 1 Einheit der Zauberer. Dann haben wir den Commander, der Kommandant, der hat die Spezial-Ability, quasi der Zauber der Vitalität. Ah ja, okay, und das kann quasi von der gesamten Armee offensichtlich, die er anführt, die Züge wiederherstellen. Also das hier ist ein rundenbasiertes Spiel. Wenn man eine Einheit gezogen hat, muss die eine gewisse Zeit lang warten, bis sie wieder dran ist. Und hier kann man die Züge sofort wieder auffrischen. Wenn ich das richtig verstehe. Der hat von jeder Buchsorte zwei. Und hat als Starting Party Varda the Slayer. Also hört sich auch an wie ein Hau drauf Typ. Dann Maya. Sieht ganz nett aus. Magic, also eine Zauberin. Und war das Brigade. Short Range Combat Unit. Also ganz normale Angriffseinheit. Dann haben wir den Tyrannen. Der hat als Spezialfähigkeit Coercion. Und eine freundliche Stadt, also eine Stadt, die einem selber gehört, bekommt einen 50%igen Produktionsboost. Das hört sich sehr gut an. Und der hat 4 Zerstörungsbücher, ein Verzauberungsbuch und 3 Chaosbücher. Also das ist so der böse Typ, kann man sagen. Und der hat als Startarmee oder den Anführer, den Helden, Naphas the Warlord, der dunklen Magie verschrieben ist, so wie es hier steht. Dann haben wir Zern, ich nenne ihn mal Zern. Das ist ein Trock. Ah ja, okay. Diese Einheit werden wir dann vielleicht noch sehen. Und Sarki. Die sind auch ganz nett. Die können sowohl kämpfen als auch neue Städte gründen, sind also so eine kämpfende Siedlereinheit. Dann haben wir Guardian, die Hüterin. Die finde ich eigentlich schon rein äußerlich sehr sympathisch. Kyla, was kann die? Earthly Familiar. Kann irgendwelche Erdviecher, Earthly Guardians, spawnen oder beschwören auf der Karte. Räusper, Entschuldigung. Hat 4 Beschwörungsbücher, 3 Verzauberungsbücher, ein Chaosbuch. Das ist also hier schon eher so der Magietyp. Sogar noch mehr wie er.
Ja gut, er hat halt Damage-Zauber, ne? Sie macht halt mehr so Beschwörungen, Verzauberungen. Eher ein bisschen passiver Natur, würde ich das jetzt einschätzen. Die hat Paragon the Ranger, eine Bogenschützeneinheit. Habe ich schon mal in den anderen ersten Einblicken der Beta-Version gespielt, fand ich sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Dann gibt's noch Ben, ein Bär, und Bill, die Spinne. Dann haben wir die Priesterin, die hat Divine Wisdom, göttliche Weisheit. Ah ja, und eine freundliche Einheit, eine befreundete Einheit, besser gesagt, bekommt eine Verbesserung irgendeiner zufälligen Eigenschaft. Es ist immer echt schwer, das passende deutsche Wort zu finden, obwohl man es wahrscheinlich eigentlich weiß. Aber ihr wisst, was ich meine. Das kostet am Mana. Sie hat auch eigentlich fast ähnlich wie beim Guardian, ne? Nur noch ein paar PM mehr Chaos-Bücher. Und hat als Spezialeinheit Kaplan the Mage, also eine Magier, Sir William, das ist ein Pikenier. Pikeniere sind auch sehr stark in dem Spiel, finde ich. Und Sir Teddy. Und dann haben wir noch den Tinkerer, wo ich mir von einem Zuschauer habe sagen lassen, dass das Tüftler heißt. Der heißt Drolk. Der kann Transmutation machen. Da kann man ein zufälliges Item beschwören. Interessant. Stimmt, spannend. Und ja, dieser Tinkerer, der ist besonders nützlich, oder für was man den gut verwenden kann, ist das Craften, denn in diesem Spiel kann man auch craften, Gegenstände craften, und da hat er natürlich seine Stärken. Der hat 4 Zerstörungsbücher, 3 Beschwörungen, 1 Verzauberung und hat einen Zwerg als Helden, Drogon the Dwarf. Drogon. So heißt doch der Drache aus Game of Thrones. Wahrscheinlich eine kleine Hommage an Game of Thrones. Dann haben wir einen arktischen Wolf und ein arktisches Wolf-Baby. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal weiter, wie man dann die Karte auswählt. Wir nehmen jetzt mal Guardian. Hier kann man jetzt verschiedene Karten auswählen. Es gibt verschiedene vorgefertigte, von Tiny bis Large. Man kann sich auch eine... Es gibt auch noch Huge, aber da gibt es dann keine vorgefertigte Karte mehr, wenn ich das richtig sehe. Und man kann sich auch eine zufällige Welt erstellen lassen. Dann gibt es, wie gesagt, Landgröße von Arena, sehr klein, bis Huge, sehr groß. Dann Schwierigkeit von Anfänger bis Insane, also absolut wahnsinnig. Shards, die haben eine sehr wichtige Rolle in dem Spiel, denn die muss man verteidigen. Das sind so Kristalle, die in der Landschaft stehen. Die muss man verteidigen, und wenn der Gegner in diesem Spiel, das Sorcerer King, diese Shards zerstört, dann ist das schlecht, ja? Und wenn er zu viele zerstört, ist man irgendwann Game Over. Einfach gesagt. Doomsday Speed, das ist quasi so eine Leiste, die man hat, die aufgefüllt wird, wenn der Sorcerer King irgendwelche Fortschritte macht, wie zum Beispiel Shards zerstören, dann wird diese Leiste aufgefüllt. Und wenn die ganz aufgefüllt ist, hat man eben verloren. Dann ist eben der Doomsday da. Und hier kann man die Geschwindigkeit wählen, wie schnell das geht. Je langsamer, umso leichter natürlich. So, ich glaube, mehr kann man gar nicht mehr auswählen. Deswegen gehen wir mal auf zurück und schauen uns die anderen Menüpunkte an. Man kann in diesem Spiel eine Kampagne spielen. Da gibt es dann wahrscheinlich auch das Tutorial. Deswegen machen wir das gleich. Man kann ein Spiel laden natürlich. Es gibt vielerlei Optionen. Autoturn. Das möchte ich eigentlich aushaben. Da möchte ich mehr Kontrolle haben. Edge Scroll, das geht hier gerade nicht, weil ich einen zweiten Monitor habe. Auto Select Next Unit. Game Introduction Quests. Help Notifications lassen wir jetzt nochmal an. Autosave. Dann die Runden zum Autosave. Dann die Animationsgeschwindigkeit in den taktischen Kämpfen. Tooltip Delay und dann noch verschiedene andere Sachen. Ja, ich glaube, das passt alles. Es gibt auch noch Advanced Options. Okay. Ja, hier kann man noch verschiedenste Sachen einstellen. Ihr könnt euch das in Ruhe angucken. Ich finde es jetzt nicht so wichtig. MetaRealm. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ganz ehrlich. Soll ich mal draufklicken?
Okay. Vielleicht ist das noch nicht freigeschaltet, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall tut sich gerade nichts. Oder das ist irgendeine Steam-Funktion, das kann natürlich auch sein. Ich habe das Steam-Overlay ja deaktiviert bei meinen Spielen. Vielleicht kommt man hier so irgendwas Steamiges rein. Ich weiß es gerade nicht. Aber auch egal. Hier unten haben wir den Workshop, also natürlich, Spiel ist auf Steam erschienen. Deswegen hat man auch Zugang zum Steam Workshop, wo dann die Modder-Gemeinde wieder allerhand Sachen machen kann. Das finde ich immer persönlich sehr, sehr cool. Okay, soviel zum Menü. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Campaign. Und da müsste es dann eigentlich das Tutorial geben, hoffe ich zumindest. Ja, ich klicke mal drauf. Okay, ich lese mal vor. Oder ich versuche es gleich mal simultan auf Deutsch zu übersetzen. Der Sorcerer King hat also die Welt bereits erobert. Das ist also die Story jetzt im Spiel. Es gibt diesen bösen Sorcerer King und der hat die Welt erobert. Das heißt, wir starten eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo wir schon verloren haben. Jetzt, das spüren wir, sucht er aber nach mehr. Er gibt sich also mit der eroberten Welt nicht zufrieden. Und unsere Sensitivität der Magie gegenüber hat uns quasi eine Art Vorhersehung gegeben, was seinen nächsten Zug anbelangt. Der Sorcerer King, sammelt quasi Macht oder die notwendige Macht, die notwendige Kraft, um einen bestimmten Zauber auszuführen oder einen bestimmten Zauber zu zaubern. Und wenn er diesen Zauber tatsächlich ausführt, dann wird dieser Zauber alles Leben in Elementarmagie verwandeln, das quasi, um so den Sorcerer King letztendlich zu einer Gottheit machen. Also alles Leben wird vernichtet, er erhält daraus Energie und das wird ihn zu einer Gottheit machen. Die Zeit bis zu diesem Untergang kann von uns gespürt werden. Das ist dann quasi dieser Doomsday-Counter, den wir sehen. Alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten oder in dieser Welt allerdings nicht. Und wir müssen, unsere Aufgabe ist es, Alliierte zusammenzutrommeln und eine starke Armee aufzubauen und sie gegen sein weit entferntes Hauptquartier, nenn ich es jetzt mal, zu schicken und ihn zu vernichten, bevor es zu spät ist. Das ist der Hintergrund von diesem Spiel und darum geht es eigentlich auch immer, wenn man eben ein zufallsgeneriertes Spiel startet. Immer quasi dieselbe Story, immer dasselbe Ziel. Man muss am Ende den Sorcerer King vernichten, der von Anfang an allerdings schon relativ mächtig ist. Das heißt, das ist der Unterschied zu Spielen wie Civilization oder sonstigen. Man startet eigentlich in einem Ungleichgewicht, dass man selber relativ schwach ist und er sehr stark. Er wird natürlich auch immer stärker. Man muss einfach selber versuchen, dann in der Zeit noch stärker zu werden, um ihn dann in einem alles entscheidenden Kampf zu besiegen. Und das ist eben, das sagen die Entwickler, auch der große Unterschied zu anderen Rundenstrategiespielen. Bei anderen Rundenstrategiespielen wie Civilization, und da gebe ich Ihnen recht, steht schon kurz vor Ende relativ zeitig fest, wer eigentlich gewinnt. Ja? Wenn jemand einen gewissen Vorsprung hat, dann kann man ihn einfach nicht mehr einholen. Und hier ist es so, dass man bis zum Zeitpunkt des Angriffs, und das Ziel ist wirklich, dass man eine einzige Armee baut, die muss stark genug sein, und bis zu diesem Punkt des Angriffs weiß man nicht, ob die Armee tatsächlich stark genug ist, um ihn zu besiegen. Und dann gibt es diese eine Schlacht, und wenn man gewinnt, hat man das Spiel gewonnen. Wenn man diese Schlacht verliert, hat man verloren. Das ist quasi dann letztendlich ein Alles oder Nichts. Okay, und ich hoffe immer noch, dass das Tutorial kommt. Ich meine, ich habe das ja hier vorne nicht übersehen, ne? Neues Spiel starten, da gab es kein Tutorial. Load Game. Das sind hier noch meine letzten. Heuer. Gesundheit. Dankeschön. das muss in der Kampagne sein. Deswegen Campaign. Ich würde sagen, wir machen mal normal. Und wir beginnen ein neues Abenteuer. Ach, wir können sogar auswählen, mit wem wir spielen. Das ist ja cool. Also mir hat es wirklich Guardian angetan, muss ich sagen. Deswegen spiele ich mal mit ihr. Und mit dem Helden Paragon the Ranger.
Okay, dann hat die Kampagne jetzt tatsächlich auch wieder Spielwert. Schauen wir mal. Play. Ich hoffe mal tatsächlich, dass jetzt auch ein Tutorial kommt. Ansonsten würde ich sagen, spiele ich einfach ein bisschen in der ersten Mission rum und zeige euch einfach das, um was es in dem Spiel so geht. Tududum. Es geht los und wir sehen ein kleines Video. King Relius and the combined armies of the kingdom defeated Ceressa, the fallen enchantress. Peace was at hand, but it would not last. A new threat arose in the east, one that would soon swallow the civilized world. The Sorcerer King and his minions seek to destroy the shards of magic, consuming their power. With it, he will become an immortal, extinguishing all other life on this world. It is up to you, Sovereign of Alta, heir to Relius, wielder of the Forge of the Overlord, to stop the Sorcerer King before it's too late. Ja. Ah, okay. Das scheint jetzt das kleine Tutorial zu sein. Okay. Beziehungsweise, was mir gerade noch eingefallen ist, wenn ihr im Menü einen Multiplayer-Modus vermisst habt, dann, ja, ganz richtig, es gibt keinen Multiplayer-Modus. Das Spiel ist wirklich rein auf Singleplayer ausgelegt. Finde ich auch nicht schlimm, nicht jedes Spiel muss immer einen Multiplayer-Modus haben. Die Entwickler sagen einfach, sie hätten jetzt keinen sinnvollen Weg gefunden, das zu implementieren, weil es einfach vom Spielprinzip immer ist, ein Spieler gegen den Sorcerer King. Ja, jetzt könnte man sagen, ein anderer Spieler könnte den Sorcerer King spielen, was aber ein bisschen unfair wäre, weil der ja von Anfang an schon recht mächtig ist. Ja. Deswegen finde ich ganz okay, finde ich persönlich nicht schlimm. Wer natürlich auf Multiplayer-Spiele steht und das unbedingt dabei haben will, dem sei an dieser Stelle, wie gesagt, dann gesagt, dass es keinen Multiplayer-Modus gibt. So, dann lese ich mal vor. Wir sind also Kyla, die Hüterin von Attika. Okay, unsere Leute wurden attackiert von einem Schergen des Sorcerer Kings. Ein gigantisches Biest gemacht aus Feuer. Und wir wurden jetzt nach Attika geschickt, um nach Hilfe zu suchen. Aber wir haben nur Schwäche gefunden. Nur Schwäche gefunden. Ja. Und unsere, ja, sag ich mal, Gentle, wie übersetzt man Gentle? Unsere einfühlsame Art, die wir haben, ja, hat viele auf unsere Seite gebracht, hat viele auf unsere Seite geführt. Und deswegen sind wir jetzt in einer relativ mächtigen Position, ja, weil wir einige Untergebene haben, die an unserer Seite stehen. Was haben wir als nächstes getan? Ah ja, okay, jetzt können wir hier was auswählen. Es gibt auch immer wieder so ganz nette Quests in diesem Spiel, wo man eben auch Wahlmöglichkeiten hat. Das finde ich auch ganz cool. Was machen wir? Wir haben so viel gelernt, wie wir können über unseren Gegner. Wir haben Magie gespeichert. In Vorbereitung für den kommenden Krieg. Oder wir haben Ressourcen gespeichert. Ja, ich würde sagen, wir haben gelernt über unseren Feind. Das passt, glaube ich, am besten zu ihr. So. Unser Volk hat schon lange eine gewisse Affinität zu den Kreaturen dieser Welt gehabt. Und diese Kreaturen wiederum eine bestimmte Toleranz uns gegenüber. Okay, wie soll ich das übersetzen? Currency with them, though you have but a limited currency with them. Ja, das heißt, wir haben ein bisschen was gut bei ihnen, nicht viel, aber ein bisschen was. Das heißt, oder wir haben einen guten Ruf, vielleicht kann man es auch so sagen. Also irgendwie einen Pfund, ja, haben wir bei denen, mit dem wir, dass wir eben einsetzen können.
Und obwohl das nur ein bisschen was ist, waren wir trotzdem in der Lage, einige Ausgewählte zu überzeugen, uns zu assistieren gegen die Armeen, gegen die Streitmacht, die da gegen uns aufgestellt wird oder aufgestellt ist. Und jetzt können wir wohl, unsere Verbündeten aussuchen. Interessant. Haben wir die Vögel gefragt, dass sie uns irgendwas bringen, irgendwelche wertvollen Gegenstände? Haben wir die Mäuse gefragt und die Maulwürfe, den Gegner auszuspionieren? Haben wir irgendwelche Kreaturen gefragt, die Schergen des Sorcerer Kings zu jagen? Oder haben wir irgendwas ganz anderes gemacht? Ich mag ja das hier. Ja, ausspionieren. Machen wir mal das. Okay. Und diese Mäuse und andere kleine Kreaturen, die haben sich eben durch den Boden und durch das Unterholz bewegt und konnten eben viel beobachten, ohne selbst gesehen zu werden. Sie konnten uns Neuigkeiten über die Aktivitäten des Sorcerer Kings bringen. Dieser Idiot hat damit angefangen, die Shards, diese Magiekristalle zu zerstören. Und sie haben uns auch viel magisches Wissen mitgebracht, die sie von den Apprentices, Anwärtern gehört haben, die eben letztendlich dem Sorcerer King ergeben sind. Danke, Leute. Sehr nett. So, Kayla the Guardian. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dem Sorcerer King oder die Herrschaft des Sorcerer Kings quasi irgendwie zu beenden. Wir müssen unser Reich ausdehnen, die magischen Kristalle beschützen und die Welt erkunden. Wir sollten Alliierte finden, die uns dann helfen in unserem Kampf. Allerdings folgen die auch eigenen Interessen, deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Und eventually, letztendlich müssen wir den Sorcerer King quasi selber gegenübertreten und seine bösen Machenschaften ein für alle Mal beenden. So, was bekommen wir durch die Entscheidungen, die wir gewählt haben? 20 Lore. Lore ist ein Rohstoff, den wir brauchen, um neue Zauber freizuschalten, und wir bekommen eine Weisheit. Okay, und das letztendlich, dieser Pfad der Weisheit führt zu neuen Quests und Interaktionen auf diesem Weg, auf diesem Pfad. Sehr schön. Wir nennen unsere erste Stadt ja Athika, würde ich sagen. Und hier haben wir jetzt dann quasi das kleine Tutorial. Ich würde sagen, vielleicht erkläre ich erstmal kurz, was wir hier sehen. Oder wir machen einfach mal das Tutorial. Okay, im Moment haben wir Frieden, aber der Frieden wird nicht lange dauern. Die Kristalle der Magie müssen verteidigt werden. Okay, Linksklick auf eine Armee, dann Rechtsklick auf irgendein anderes Feld. Und wir haben hier übrigens ganz normale rechteckige Felder, keine Hexagons, ja, keine Sechsecke, wie in den neueren Rundenstrategiespielen, sondern der alte Klassiker. So, jetzt lassen wir den mal irgendwo hinlaufen, am besten auf die Kiste. Da finden wir dann nämlich immer Gegenstände, die wir dann zum Craften verwenden können. Was sagt denn jetzt Champions, also unser Held? Das ist unsere mächtigsten Einheiten. Die bekommen auch neue Fähigkeiten, wenn sie aufleveln. Können spezielle Waffen anlegen. Und man kann sie auch nicht permanent verlieren. Das heißt, wenn der stirbt, spawnt er wahrscheinlich wieder hier. Und neue Champions können wir bekommen, indem wir seltene Quests erfüllen. Oder den Forschungsbaum, das sind die Sovereign Skills, weiter runter gehen. Oder uns mit anderen Völkern verbünden. Ja, danke schön.
Gut. Ich weiß nicht, sagt jetzt noch irgendwas Interessantes? Ich weiß es nicht. Wir machen mal Dismiss. Gut. Aber ich würde sagen, ich erkläre jetzt, das Tutorial ist irgendwie nicht so ganz ein Tutorial. Deswegen erkläre ich jetzt einfach mal den Bildschirm. Also das hier ist unsere Spielwelt. Ja. Sieht sehr bunt aus, ein bisschen comic-lastig, muss man mögen. Mir persönlich gefällt's, ich mag den Stil. Wenn man rauszoomt, bekommt man hier so eine schöne Karte. Ähnlich wie bei Age of Wonders. Hier haben wir unsere Minimap. Also die Karte ist hier schon relativ groß eigentlich. Hier können wir auch, ähnlich wie in Galactic Civilizations, unseren Fokus, unseren Ressourcenfokus quasi legen. Und es gibt im Wesentlichen drei Ressourcen. Das ist einmal Skill. Das ist quasi die Erfahrungspunkte, die unser Souverän, also unser Herrscher, den wir spielen, also hier unsere Hüterin, bekommt. Je mehr das oder je schneller das wächst, umso schneller kommen wir in den Fähigkeitenbaum eben rauf. Dann haben wir Mana. Mana brauchen wir natürlich, um, das seht ihr auch hier oben, 40 haben wir da aktuell, um Zauber zu, ja, zaubern. Und wir haben Lore. Und Lore ist dafür da, um letztendlich Forschung zu betreiben oder neue Zaubersprüche zu erforschen. Und das kann man hier eben ändern, wie man möchte. Ich lasse jetzt mal bei Standard. Sovereign Details. Genau. Das hier, also unsere Hüterin. Das sind die Zauberbücher, die sie hat. Das haben wir ja schon vorher mal gesehen. Und hier sind die Fähigkeiten, die sie erlernen kann. Und diese Fähigkeiten erlernen wir eben, indem wir Erfahrungspunkte sammeln. Und diese Erfahrungspunkte sammeln wir pro Runde. Und zwar pro Runde einen. So wie es jetzt hier steht. Ich weiß gar nicht, ob da steht, wie viel sowas kostet. Vielleicht irgendwo, aber auf jeden Fall nicht hier. Und jeder Souverän hat eben andere Fähigkeiten. Ja, ich werde jetzt nicht durchgehen. Das würde ich dann eventuell mal in einem Let's Play machen, das dann sicherlich folgt. So, dann haben wir hier eine Übersicht über unsere Städte. Aktuell eine, Athika. Dann unsere Armeen. Die haben wir hier. Hier unten haben wir dann die neuen Events. Hier haben wir dann den nächste Runde-Button bzw. nächste Aktion-Button. Hier oben kommen wir in die Optionen. Back to Game. Hier ist Report, also Bericht. Mal schauen, was sagt er denn hier? Ja, hier können wir unseren Siegfortschritt ansehen. Beziehungsweise auch das Gegenteil. Fortschritt bis zum Untergang. Hier gibt es dann auch den Diplomatie-Screen. Okay, also es gibt einen Log. Ein Log unseres Souveräns, unserer Hüterin. Da können wir den sogenannten Doomsday-Counter eben sehen, der von 0 bis 500 ist. Wie gesagt, bei bösen Taten, die so passieren in dieser Welt, wenn zum Beispiel Shards beschädigt oder zerstört werden oder auch eigene böse Entscheidungen, die wir treffen, geht dieser Doomsday-Counter hoch. Wenn er bei 500 ist, haben wir verloren. Dann haben wir hier einen Überblick über die Shards, die wir kontrollieren. Aktuell ist das noch keiner. Den hier müssen wir nämlich erst ausbauen, dann gehört er zu uns. Das ist eine Sache, die man immer gerne vergisst, deswegen mache ich das hier mal. Man klickt hier drauf und das macht man übrigens mit allen Ressourcen, die es im Spiel gibt. Man klickt drauf, drückt hier auf Bild und sieht, dass dann das was kostet, und zwar einen Logistikpunkt, und dafür bekommen wir 5 Magie. Ich mach das mal. Claimer Shard, ach, das war eine Quest, sehr schön. Wir bekommen 2 Skillpunkte. Hurra. Das ist sehr schön. So, jetzt ist dieser Shard, das sieht man dann auch grafisch, eben, wird von uns bebaut, abgebaut, angeschlossen, wie auch immer. Und jetzt sehen wir das hier auch im Report. Wir kontrollieren jetzt einen von 24 Shards. Je mehr Shards wir kontrollieren, umso besser, denn die kann das Sorcerer King dann schlechter angreifen. Zum einen, und zum anderen bekommen wir durch einen Shard auch Mana und sonstige Sachen. Ich glaube, das sehen wir jetzt hier, oder? Ja, seht ihr, wir bekommen 2,8 Skillpunkte, 2,6 Mana, 2,6 Lore. Also schon ordentlich mehr. Mehr als das Doppelte, wie vorhin noch.
Allerdings haben wir dann eben einen Logistikpunkt verbraten und Logistikpunkte brauchen wir eben, um Gebäude und auch um Armeen zu errichten. Das heißt, jetzt könnten wir nur noch 3 Einheiten bauen. Aber man kann dann wiederum in der Stadt Gebäude bauen, die diese Logistikgrenze erhöht. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. So, dann gibt's Lieutenants. Da gibt's 2. Lieutenants sind böse. Und wenn man das Hauptquartier des Sorcerer Kings findet, kann man da nicht einfach so reinmarschieren, sondern man braucht erstmal die Schlüssel zum Tor. Und die Schlüssel bekommt man von diesen Lieutenants, die irgendwo auf dieser Karte sind. Die sind sehr stark, ja, und man muss sie zerstören und dann bekommt man einen Schlüssel. Dann kann man durch das Tor und dann kann man den Sorcerer King stellen. So läuft das. Und hier haben wir jetzt noch allgemeine Statistiken. Das sind also wir, das Königreich, gegen den Sorcerer King. Man sieht, Combat Strength ist er uns aktuell total überlegen. Er hat allerdings noch keine Städte gegründet. Also er kann auch Städte gründen neben seinem Hauptquartier. Er hat noch keine Shards zerstört. Power Level hat er 1. Und er kann maximal Truppen bauen, 88. Super. Hier haben wir dann noch eine Übersicht über unsere aktiven Quests. Und hier haben wir dann auch den Diplomatie-Screen. Da haben wir allerdings noch keinen getroffen. Es gibt also, wie gesagt, 4 NPC-Fraktionen. Die sind kleiner, die dehnen sich nicht aus, haben also eine Stadt. Und damit man mit denen verbündet ist, muss man auch mal Quests für die erfüllen. Wenn man allerdings mit denen verbündet ist, dann schicken die einem, glaube ich, regelmäßig Einheiten und man bekommt auch einen Champion von ihnen. Ist also sehr, sehr mächtig. Sollte man tun. Allerdings können die sich auch mit dem Sorcerer King verbünden, was dann natürlich weniger geil ist. Okay, das war also der Report. Dann haben wir hier nochmal den City Screen. Schöne Übersicht über die Städte, die man hat. Was wird gerade gebaut? Was für Ressourcen generiert die Stadt an Nahrung, an Produktion, an Essence? Essence fließt, glaube ich, dann in Mana ein. Aber ich will da jetzt keine Scheiße erzählen. Und wie stark ist sie letztendlich ausgebaut? Und welche Verzauberungen? Mit welchen Verzauberungen haben wir diese Stadt belegt? Spells. Das ist unser Zauberbuch. Und das sind die Zauber, die wir momentan casten können. Es gibt letztendlich 2 verschiedene Arten oder auch 3, glaube ich. Einmal alle, ne, klar. Dann Stadtzauber, das sind eben Zauber, die wir auf Städte anwenden können. Seht ihr, kostet ein bisschen was. 12 Mana. Allerdings bekommt dann eine Stadt 3 Nahrung mehr, wächst also schneller oder adds 3 Material to your city. Okay, das weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Müsste man mal ausprobieren. Und Enchanted Supplies, da kann man Essenz in Logistik umwandeln. Das ist sehr interessant, finde ich. Und dann können wir noch Dinge beschwören. Das ist unser Spezialzauber, den wir hatten. Ein Earthly Familiar, also eine Erdkreatur. Das können wir doch eigentlich machen. Kostet allerdings dann auch immer einen Mana an Unterhalt. Aber das mache ich mal. Okay, interessant. Haben wir jetzt gespawnt. Können wir jetzt unsere Armee beifügen. Ihr seht, aktuell passen nur 5 Leute in unsere Armee, aber diese Slots kann man dann auch durch Forschung erweitern. Also man kann durchaus dann eine relativ große Armee haben. Und Ziel des Spiels ist es tatsächlich, diesen viel verpönten, zumindest in Civilization 4 und Konsorten, Stack of Doom zu errichten. Denn das ist tatsächlich das Ziel dieses Spiels, einen möglichst unzerstörbaren, supermächtigen Stack of Doom errichten, mit dem man dann den Sorcerer King angreifen kann. So, und dann kann man in diesem Spiel auch noch craften. Und zwar alle möglichen Sachen. Man hat diese Anfangsrezepte. Man findet auch noch mehr Rezepte im Verlauf des Spiels. Und kann dann eben, wenn man die Crafting-Materialien dazu findet, verschiedene Dinge craften. Ja, also ihr seht immer hier, was man braucht. Ich glaube, ich habe ja schon ein paar Kristalle gesammelt. Hier sind sogar magische Sachen, die man dann bauen kann.
Okay, das sieht man hier jetzt noch gar nicht. So einen habe ich ausgerechnet nicht gesammelt. Auf jeden Fall muss man diese Dinge sammeln. Manche Sachen bekommt man auch durch Minen und sonstiges, glaube ich. Oder täusche ich mich da? Weiß ich leider nicht mehr. Genau, man kann auf jeden Fall seine Sachen hier craften und kann die dann seinem Helden anlegen. Seht ihr hier? Oder jeder anderen Einheit, das heißt auch ganz normalen Einheiten, die man gebaut hat, kann man Rüstungsteile anlegen und so weiter und so fort, um sie dadurch eben stärker zu machen. Okay, dann haben wir hier oben die wichtigsten Ressourcen des Spiels, sage ich jetzt mal. Das ist einmal die Logistik, die habe ich ja schon erklärt. Das heißt, wir können jetzt noch 3 Einheiten bauen, manche Gebäude verbrauchen auch Logistik, manche andere Gebäude oder ich glaube auch die Forschung. Oder die Fähigkeiten des Souveräns erhöhen die Logistik. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass das schön im Balance ist. Dann haben wir hier die Mana. Bekommen wir im Moment 2,6 pro Runde, weil wir eben auch den Chart hier angeschlossen haben. Dann Kristalle. Und das sind jetzt die Ressourcen, die wir hier auf der Karte finden. Aktuell sehe ich leider keine. Die muss man dann auf jeden Fall, wenn man eine sieht, und es gibt dreierlei, Kristalle, Metall und ja, Pferde. Wenn man die sieht, baut man da am besten eine Stadt oder ein Fort daneben. Dann kann man die gegen einen Logistikpunkt, wie ich es eben vorhin mit dem Chart hier gemacht habe, abbauen und kann dann damit eben Einheiten bauen. Besonders starke Nahkampfeinheiten oder magische Einheiten oder berittene Einheiten, die dann eben stärker sind als normale Einheiten. Aber dazu müsste man das erstmal finden. Vielleicht sehen wir ja noch einen. So, dann wird das hier alles erklärt. Dann würde ich sagen, spiele ich einfach nochmal ein paar Runden. Research. Wir können jetzt hier einen Zauber erforschen. Und die bleiben nicht gleich, sondern das ist immer eine Zufallsauswahl an Zaubern. Was die allerdings gleich haben, ist immer die Zusammensetzung. Also, und vielleicht gehe ich dann nochmal hier in unseren, nein, das wollte ich nicht, unser Report. Oder wo haben wir das jetzt gesehen? Ach ne, hier war es, ne? Genau, ihr seht, wir haben diese Bücher. 4-mal Beschwörung, 1-mal Chaos, 3-mal Enchantment. Und das müsste sich eigentlich auch... Oh no, warte mal, wie bin ich denn jetzt? Ah, hier. Kann ich das jetzt nicht mehr ändern? Fuck. Irgendwie muss man das auch ändern können. Doch nicht? Okay. Irgendwie muss das möglich sein, aber... Ja, auf jeden Fall in dieser Auswahl, die wir gerade an Zaubern hatten, sollte die Zusammensetzung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer dem entsprechen, dass wir einen Chaos zur Auswahl haben, 3 Beschwörungen, 3 Verzauberungen und 4 Beschwörungszauber. Genau, dann Idle Units. Mit denen können wir noch ein bisschen rumgehen. Und hier gibt es zum Beispiel auf der Karte Wirtshäuser, es gibt Ruinen, sonstige Gebäude. Und in diesen bekommt man dann in aller Regel Quests. Ja? Dann gibt es Kisten, wo Crafting-Materialien drin sind. Es gibt solche Banditenlager hier. Aus diesen Lagern spawnen immer gegnerische Einheiten. Das ist also ähnlich wie ein Barbarenlager bei Civilization. Zerstört man am besten oder lässt es bleiben und trainiert da seine Armee damit. Kann man natürlich auch machen. Ich würde sagen, wir gehen mal in das Wirtshaus, damit wir mal eine Quest sehen. Gumshoe. Wir kommen also während einer dunklen und stürmischen Nacht in dieses Inn, also in dieses Wirtshaus. Und innen drin der Lehnsherr, der Grundbesitzer hier, rennt auf uns zu und sein Gesicht ist ganz blass. Es wurde jemand umgebracht, sagt er. So, jetzt können wir uns entscheiden, entweder wir klären den Mord auf oder wir hauen ab und finden uns oder und suchen einen sicheren Ort. Wir möchten den Mord natürlich aufklären.
Okay, der Landlord, also der Grundbesitzer, bringt uns in das Zimmer des ermordeten Mannes. Der Mann ist, wie versprochen, tot. Mit einem großen Messer, das aus seinem Rücken herausragt. In dem Raum sind auch noch drei andere Leute. Eine Maid. Eine Colonel im Ruhestand, also ein Militär im Ruhestand, ein höherer Soldat. Und ein nervöser Messerverkäufer. Zwinker, zwinker. Jetzt müssen wir die befragen. So, wir fragen, wer den Mann umgebracht hat. Alle sind sich der Meinung, dass es vielleicht der nervöse Messerverkäufer war. Manchmal bekommt er die schlimmsten Blackouts und dann wacht er auf mit total Blut verschmiert. Ja gut, dann wird es eher schon sein, ne? Außer einer der beiden kann zaubern. Ja gut. Okay, wir haben jetzt ihm die Schuld gegeben, er wird abgeführt. Und jetzt sagt er noch, er dreht sich um, wenn wir ihn da rausbekommen. Gibt er uns ein paar Messer oder zumindest gute Konditionen. Jetzt können wir ihn einfach wegsperren und ihm seine Messer klauen. Oder wir flüstern ihm, dass er uns doch noch viel mehr anbieten kann. Ich würde sagen, wir sind gerecht, wir sperren ihn einfach weg. So, seht ihr? Und weil wir jetzt eine gute Tat vollbracht haben, wäre jetzt der Doomsday-Counter um 4 Punkte runtergegangen. Was er jetzt nicht ist, weil er noch bei 0 war. Scheiße. Außerdem bekommen wir ein Fame. Das heißt, das wirkt sich wieder auf die Quests aus, die wir bekommen. Und einen Weisheitspunkt. Da haben wir jetzt schon 2. Also haben wir jetzt 3 insgesamt. Ich glaube, das müsste man doch auch im Report sehen, oder? Ich dachte, das konnte man hier auch sehen. Wie wir uns hier entwickeln. Hier gibt es wahrscheinlich noch so viele Menüs, die sich einfach noch irgendwo verstecken. Gut, sei es drum. Jetzt müssen wir in der Stadt noch was bauen, beziehungsweise wir können ja hier noch ein bisschen laufen, denke ich, ne? Ne, können wir nicht. Okay, dann Idle City. Das ist der Stadtbildschirm. Hier können wir dann Sachen produzieren in den Städten. Wir sehen die Ressourcen. Food. Je mehr Food wir oder je mehr Nahrung wir eben produzieren, umso schneller wächst unsere Stadt. Dann das hier ist die Produktion. Essenz. Ah, jetzt weiß ich. Okay, die Essenz determiniert, wie viel oder wie oft wir diese Stadt verzaubern können. Aktuell also einmal eine Essenz. Wir können die Stadt mit einem Zauber belegen. Okay. Und hier sehen wir quasi die Stadt und die Umgebung. Wenn die Stadt wächst, kann man immer ein neues Feld zur Bewirtschaftung auswählen. Und das gibt dann wieder verschiedenste Ressourcen. So, jetzt können wir hier Einheiten bauen. Das sind am Anfang der Pionier. Der Pionier kann Sachen bauen oder neue Städte, Outposts und so weiter und so fort. Man kann sich allerdings nur schwer verteidigen, deswegen sollte man ihn nicht unverteidigt lassen. Wir können einen Scout bauen oder einen Soldaten oder eben Gebäude. Das sind Baracken. Baracken reduzieren die Nahrungs- oder das Nahrungsangebot. Verbessert allerdings unsere Logistik um 3. Also das ist hier immer schön austariert, da muss man aufpassen. Ein Garten gibt uns Nahrung pro Stadtlevel. Reliquary. Aha, interessant. Irgendwas Magisches. Auf jeden Fall können wir da den Enchanter dann bauen als Einheit. Da brauchen wir aber erstmal Kristalle für. Und ein Workcamp. Zu Deutsch Arbeitslager. das gibt uns 2 Produktion pro City Level. Ich würde sagen, ich fange mal hier an. Das ist doch eine ganz gute Basis. Ich glaube, man kann das auch rushen, oder? Kann man das rushen? Ich glaube, man konnte es auch beschwören, das Ganze. Ich schaue nochmal rein.
Ja, könnte man. Man könnte das mit Mana kaufen. Sofort kaufen. Allerdings haben wir da jetzt zu wenig. So, und jetzt sind wir fertig mit der ersten Runde und können auch in die nächste gehen. So, dann bewegen wir uns mal. Sagen wir, gehen mal hier in die Truhe. Finden noch mehr Kristalle. Oh. Warlocks Army. Ach so. Okay, das sah jetzt gerade nur so gruselig aus. Dann würde ich sagen, schauen wir doch nochmal in dieses Inn hier rein. Aber erst nächste Runde. Oh, da kommen schon Banditen. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in den ersten Kampf, würde ich sagen. Das stimmt. Kampf, das muss ich euch natürlich auch noch zeigen. Wir haben einen Kampf-Rating von 20, die von 14. Der Ausgang ist trotzdem ungewiss. Das heißt, das sollten wir nicht mit Auto-Resolve lösen, sondern wir sollten tatsächlich kämpfen. Und der Autokampf ist hier wirklich sehr, sehr gut gelöst. Also, wenn hier steht, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnt, dann gewinnt man das Ding auch, ohne größere Verluste. So, aber wir kämpfen mal. Und das hier ist jetzt der taktische Screen, also der taktische Kampfscreen. Ja. Allerdings, also relativ einfach, hier oben ist unsere Souveränin, die kann auch zweimal zaubern. Dann natürlich eher Kampfzauber. Da haben wir im Moment diese beiden. Ach, hier kann man ein Hindernis setzen, das ist ja ganz cool. Und man kann sie verlangsamen. Also ich sehe schon, die Frau hat ziemlich viele Terrorzauber. Das ist allerdings ganz cool, muss ich sagen. Da könnten wir zum Beispiel jetzt die mittlere Flanke dicht machen. Probieren wir das doch einfach mal. So, dann kommen die hier schon mal nicht durch. Was sehen wir hier noch? Hier sehen wir die Reihenfolge, die dran sind. Das heißt, als erstes ist unser Paragon dran, unser Ranger, unser Held. Dann der Wolf, der hier. Dann unser Earthly Familiar und dann geht es hier weiter mit Runde 2 und hier sieht man dann, wer wie dran kommt, in welcher Reihenfolge. Okay, dann würde ich sagen, kämpfen wir mal. Fangen wir mit unseren Helden an. Unser Held hat immer Spezialfähigkeiten. Das werden dann natürlich auch noch immer mehr. Er kann einen versteckten Dolch anwenden. Nahkampf. Tödlicher Schuss, eine Fernkampfattacke oder Rain of Arrows. Das ist so ein Flächenschaden. Machen wir den doch gleich mal. Ich glaube, so machen wir den meisten Schaden. Hauen wir mal rein. Ja, da kommt der Wolf. So, und dann kommt unser Earthly Familiar. Was kann das denn? Schockwelle. Ah, okay. Da sollten wir das Ding aber mehr in die Mitte stellen. Und Scurry. Take an extra action. Ah ja, das ist ja ganz interessant. Aber wir machen jetzt mal ganz normale Nahkampfattacke. Wow, nicht schlecht. So. Die stellen wir mal dahin. Das passt dann schon. Lassen wir die Typen noch einfach mal... Ah nein, der hat auch einen Bogenschützen. Das ist ärgerlich. Aber wir sind ausgewichen. Sehr schön. Ey. So, da kommt hier unser Spinnchen. Spinnen sind auch ganz cool, weil sie Gegner... ja, einnetzen können. Dann kann der sich nicht mehr bewegen. Für eine bestimmte Anzahl an Runden. So, und ich würde sagen, das hat einen Cooldown. Dann machen wir jetzt nochmal den tödlichen Schuss auf den da, weil der nervt. Bam. Sehr gut. Dann mache ich jetzt doch hier mal das hier. Dann können wir nämlich zweimal, glaube ich, zuschlagen. So, jetzt kommt unser Spinnchen dran. Wir machen wir mal Pass. So, unser Bär ist dran, machen wir auch mal Pass. Sollen die doch erstmal herkommen. Sonst können wir hier einen ganz normalen Schuss machen. Machen wir doch mal den da weg. Er sieht schon normal, der Attacke ist nicht so stark. Ah, und hier können wir uns quasi selber heilen. Das
ja ganz interessant. Aua. Das ist aber nicht cool, dass er jetzt zurückgeschlagen hat. Oh, ich komme gleich nochmal dran. Jetzt können wir das mal versuchen. Ah, seht ihr, jetzt haben wir dem 5 abgezogen und bekommen selber was dazu. Ganz cool. So. Wir schießen nochmal. So, jetzt gehen wir mal mit unserem Bären einfach vor. Ben der Bär. Bam, da ist er gestorben. Aua, jetzt haben die uns flankiert. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Spiel Flankierboni gibt, aber es sieht fast so aus, ne? Ich glaube fast, es gibt Flankierboni. Ah, okay, wir können den auch noch angreifen. So, bumm. So, ich kann den tödlichen Schuss leider noch nicht machen. So, das Spinnchen ist wieder dran und kann den hier webben. Oh, er hat widerstanden. Scheiße. Aber egal. Tot. Wir haben gesiegt. Unser erster Kampf. Und ihr seht schon, unser Held ist jetzt ein Level aufgestiegen und wir haben Crafting-Materialien bekommen. Als Belohnung. Und hier haben wir quasi die Neuigkeit, wir können neue Items craften, und zwar Lederhandschuhe, weil wir haben einen Wolfpelz gefunden und können uns da als Lederhandschuhe craften. Das mache ich jetzt einfach mal. Und wir speichern die jetzt mal im Inventar. Man könnte auch direkt jemanden anziehen, aber wir nehmen jetzt hier mal den Helden, gehen auf Equip, und hier haben wir jetzt unser Inventar und rüsten das jetzt für ihn hier aus. Und jetzt hat er eben einen Verteidigungspunkt mehr. So, und jetzt haben wir ein Level-Up noch gehabt. Das heißt, wir können Skills verteilen. Dachte ich zumindest. Oder auch nicht. Doch, Champ-Level-Up. Ah, jetzt. Okay. Was nehmen wir denn? Power Shot. Das ist Attacke. Ah, das ist auch nicht schlecht. Einen Bewegungspunkt mehr und unsere Armee erleidet keine Geländemali. Und Falconier. Wir können einen Falken beschwören, den können wir dann natürlich als Erkunder verwenden. Ich würde sagen, das mache ich mal. So, bekommen wir den dann nächste Runde. Ach, da ist er ja. Unser Falke. Dann nehmen wir doch den gleich mal zum Erkunden. Holen uns hier noch eine Kiste. Hier haben wir ein Tal. Hier ist ein Schlachtfeld, da gibt es dann auch immer Quests. Und hier steht schon Weak, das heißt, es ist eher eine leichte Aufgabe. Ja. Und ich glaube, bevor ich jetzt hier weiterspiele, habe ich euch eigentlich alles schon gezeigt. Diesen Speicherstand werde ich auch nicht speichern. Wenn ich die Kampagne dann irgendwann let's playe, dann fange ich nochmal von vorne an. Ja, ihr könnt ja dann gerne in den Kommentaren schreiben, mit welchem Souverän ich die Kampagne dann spielen soll. Wenn sich da irgendwie eine Mehrheit findet, eine Mehrheitsmeinung, dann mache ich das natürlich gerne. Okay, aber ich würde sagen, das war's mit dem ersten Einblick. Ich hoffe, ich konnte euch einen ersten kleinen Eindruck von diesem Spiel geben. Wie gesagt, ich werde es dann let's playen. Aber erstmal muss ich eins der anderen Let's Plays jetzt mal wirklich abschließen, bevor ich was Neues anfange. Und das wird dann auch erst irgendwann nach meinem Urlaub sein, den ich jetzt in 3 Tagen antrete. Juhu! Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall war, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt Oberkommando, wir spielen Sorcerer King. Macht's gut, bis bald und Servus!